Hallo Steve. Hi. Ja, kurz zu dir. Wie lange beschäftigst du dich denn schon so mit dem Thema Träume? Ich würde sagen ungefähr 10 Jahre, ohne das jetzt exakt überprüft zu haben. Aber 10 Jahre kommt ganz gut hin, glaube ich. Okay, und was machst du so zurzeit besonders, falls du dich überhaupt im Moment damit beschäftigst? Ja, was Traumarbeit angeht, selten. Aber wenn, dann habe ich irgendwie ein bestimmtes Ziel, eine Sache im Traum zu erleben oder eine Frage zu stellen oder so. Und der gehe ich dann nach. Wobei das letzte, was ich, die letzte Ziel, dem ich nachgegangen bin, war, eine komische Tätigkeit für eine Studie abzuarbeiten, deren Sinn ich noch nicht so ganz verstanden habe, aber ich habe es mal gemacht. Okay. Aber ja, im Moment ist es eher so, dass das vereinzelt mich einzelne Dinge aufsuchen, denen ich dann nachgehen möchte. So. Also es ist keine Ja. alltägliche Traumarbeit oder so bei mir. Okay, also auch immer unterschiedliche Dinge, die du dann machen willst. Ja, Ja. recht gemischt. Okay, und was würdest du sagen, hat das irgendwie in einer Weise dein Leben beeinflusst? Ja, auf jeden Fall. So über die Jahre gesehen. Also erstmal das, was du im Moment machst. Ja, da würde ich sagen, was auffallend ist, ist, dass ich Aussagen von Traumcharakteren manchmal leichter Akzeptanz folgen lasse als im Wachleben. Und dann, wenn ich Fragen im Traum nochmal nachgehe, nachdem ich im Wachleben nicht weiterkomme oder so, dann leichter Entscheidungen zu treffen sind. Also du stellst sozusagen auch Fragen, die du im Wachleben hast Zum oder Beispiel, ja, oder Probleme. ich unterhalte mich mit jemandem und dann kann es sein, dass derjenige das Gleiche gesagt hat, was er mir im Wachleben auch schon gesagt hat. Und dann denke ich aber, ja, stimmt. Also da akzeptierst du dann aber Ja, erst eher die Antwort, vereinfacht gesagt. zum Beispiel. Das ist mir so aufgefallen, was zurzeit so der Einfluss ist. Ja, das klingt doch interessant. Ist es denn eigentlich auch dein Ziel, dass du die Das ist so deine Entscheidungshilfe, deine Entscheidung erleichtert. Nee, so direkt eigentlich nicht. Nee. Ist Das halt ist eher einfach so was der mir nachträglich aufgefallen ist. Effekt, ja. Ja, trotzdem cool. Und so übers Leben hinweg, wolltest du auch noch irgendwas sagen? Ja, über die Jahre die Beschäftigung mal mehr, mal weniger intensiv mit Träumen, vor allem Klarträumen und in Einbringen in der Community, sage ich mal, hat diverse Effekte gehabt. Also Okay, was würdest du sagen, mal so gefragt, was hat den größten Einfluss von dem Thema Träume, Klarträume auf dein Leben ausgeübt, von all den Einflüssen, die du jetzt so im Hinterkopf Da hattest? brauche ich mal ein paar Sekunden. Ja. Eine wichtige Sache ist sicherlich, die auch ein Grund war, warum ich mit Leuten aus der Community mich beschäftigt habe oder mit ihren Ansichten und Gespräche gesucht habe anfangs, ist so meine Vorurteile gegenüber sehr, sehr weltoffen Denkenden bis hin zu für mich nicht nachvollziehbar esoterisch denkenden Menschen, zumindest vielleicht nicht ganz auszuräumen, aber zumindest denen, also den Vorurteilen gegenüber, offen mal daran zu gehen und versuchen zu verstehen, wie andersdenkende Leute zu ihren Schlüssen kommen. Das war anfangs zwar nur so ein Teilgedanke, warum ich mit Leuten aus der Community auch sprechen wollte, aber das hat, glaube ich, schon einen ziemlich großen Einfluss auf mich gehabt, dass ich auch meine eigenen Standpunkte bei manchen Sachen leichter hinterfrage und nicht immer das, was ich intuitiv für korrekt halte, meine rationale Denkweise, das dann auch immer für die einzig wahre Antwort oder Lösung bei manchen Dingen ansehe. Ja, sehr interessant. Also mehr so einen sozialen Einfluss. Cool. Ja, insgesamt glaube ich, sind es auch eher die sozialen Einflüsse, die bei mir ganz oben auf der Liste stehen würden, wenn ich denn doch so eine anfertigen würde. Ja, cool. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, wenn du einen Tipp den Lesern geben würdest, jetzt vielleicht auch speziell was deine Ziele angeht mit den Träumen, welchen Tipp würdest du geben? Was ein Tipp, den ich mir gewünscht hätte oder sowas? Ja. Nee, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Ja, was hast du richtig gemacht? Nicht zu viel erwarten.
das ist was, was ich über die Zeit gesehen habe, dass doch einige Leute tun, zu viel erwarten. Und ja, viele wenden sich dem ganzen Thema oder zumindest der Community dann ab, wenn sie merken, dass halt zu viel erwartet haben in Bezug auf Klartraumrate oder Möglichkeiten, wie leicht man da Ziele verfolgen kann. Oder ja, Überraschungen hinzunehmen in Träumen, das glaube ich ist was ich erst lernen musste, aber ganz gut gemeistert habe mittlerweile, dass man halt nicht immer seinen Willen durchsetzen kann und den Traumverlauf manchmal akzeptieren muss und damit mitunter was daraus lernen kann oder zumindest auch damit Spaß haben kann, auch wenn Dinge passieren, die man so überhaupt nicht vorgesehen hat. Antworten bekommt, die man eigentlich gar nicht bekommen wollte. Ja, cool. Ja, danke schön dann. Tschüss. Tschüss.